Also die Sonnenbrille brauche ich eigentlich nicht, weil es ist eigentlich 12:30 in der Früh in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Grüß euch. Ja, mein Tag hat den Akku meines iPhones ziemlich in Anspruch genommen. Ich habe es wirklich bis auf 3% runtergebracht mit dem Akku und er hat jetzt ewig gebraucht, um über 20% zu kommen. Ja. Müdigkeitserscheinungen einfach vom Telefon. Kann passieren. Ja, aber jetzt bin ich bereit. Maskenpflicht. Reden wir kurz über die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Grundsätzlich steht ja an den Türen, bitte Mund und Nase bedecken. Also sie schreiben bitte hin. Ja, also es wirkt dann auch wie eine Bitte, weil viele tun es nicht. Ich sage da 97% tun es, der Rest tut es nicht. Was sagt sie dazu? Ist das gut, schlecht? Ich meine, ich verstehe die, die keine Masken tragen, auch. Also, wenn ich so wie heute, wenn ich da vorbeigehe an den vollen Schanigärten und diesen Versammlungen überall. Heute bin ich am Grillplatz mit dem Fahrrad vorbeigefahren, da bin ich fast nicht durchgekommen, so viel war da los. Also eigentlich ist das schon so als eine Open-Air-Veranstaltung. Und dann soll man in der U-Bahn Masken tragen. Natürlich, es ist eine Verordnung, ein Befehl von der Regierung, aber ja, schwierig, oder? Ich finde es schwierig. Ich mache es natürlich, ja, klar. Und da ich dienstlich auch mit U-Bahn unterwegs bin und es ein Befehl ist, mache ich es natürlich auch, weil ich kann disziplinar gestraft werden. Uncool. Ja, aber ich möchte auch niemanden gefährden. Man weiß ja nicht, ob man es hat oder nicht. Ja, und jetzt ist halt wieder was aufgetaucht in Oberösterreich. Warum auch immer in Oberösterreich. In Wien ist auch was aufgetaucht, wieder coronamäßig. Und heute ist auch Independence Day, Unabhängigkeitstag, Vereinigten Staaten und medial natürlich gleich Donald Trump, ja, der macht das vor, der würde auch nicht mit Maske in U-Bahn fahren. Ja, ganz klar. Ja, da geht es eh ab coronamäßig. Also was Indien, Amerika, also Vereinigte Staaten und Brasilien. Geht's wild zur Sache. Ja, was sagt ihr? Öffentliche Verkehrsmittel und Masken. Wirkt, wenn jemand keine Maske da hat und alle anderen schon, wirkt es schon seltsam. Sage ich einmal. Aber da wird eh noch angeblich härter kontrolliert und durchgesetzt. Ja, zumindest geht das aus einem Schreiben der Wiener Linien hervor. Auf jeden Fall war es ein ziemlich standardisierter Text, den sie wahrscheinlich vielen anderen auch schicken. Ja, heute war ich Radfahren. Ich habe angekündigt, ich will mal 50 Kilometer Radfahren. Das habe ich auch getan und gleich was draufgelegt. Also es waren fast 55 Kilometer. Klingt jetzt nicht viel, ja, für die, die mehr Radfahren und so. Natürlich, ja. Da bin ich ja eher eine Pussy, wenn man will. Ja. Aber ich bewege mich raus und mache es. Ja. Und die Sonne war heute auch wieder stark, aber es war eigentlich richtig cool, muss ich sagen. Also ich habe mich im Kopf schon eingestellt auf 50 Kilometer und hat mir heute etwas Hilfe besorgt in Form von einem Gel, weil ich es hasse, wenn mir die Kraft so oder die Booster dann wegbleibt. Ja, ich mag das überhaupt nicht. Ja. Also vorher hat mich immer so 25 bis 30 Kilometer gefahren und jetzt dann doch mal über 50, ja, aber schöne Strecke. Also von mir über den Donaukanal, durch den Prater, bei der Brücke unten durch der Autobahn, da wo man mit dem Fahrrad fahren kann, auf das rechte Ufer von der Donau, rüber zum Kraftwerk Fadenau, ja, schön gerade, eben, asphaltierte Fläche, halt kaum Schatten, aber das ist halt so. Über das Kraftfahrtenau drüber, also über den Damm drüber, von der Kaffee-Donau-Insel und bin dann nach links abgebogen, dann am Wehr 1 vorbei Richtung Wehr 2, also ganz an die Spitze, ganz oben, so quasi schon gegenüber vom Kloster Neuburg, ja, Bayerischen Niederösterreich.
Dann habe ich übersetzt auf das Ufer, das nördliche von der Neuen Donau, und bin dann den ganzen Weg zurückgefahren. Aber dadurch, dass heute so ein schönes Wetter war, und es war wirklich ein wunderschönes Wetter, waren ab dem Zeitpunkt, wo ich dann bei der U6 vorbeigefahren bin, Neue Donau, ja, wo dann die Grillplätze kommen, da hat es angefangen. Ja. Also da dürfen wir auch gut Autos reinfahren, da gibt es so einen Parkplatz vorne. Ja. Die sind dann reingefahren und ich hatte versucht auszuweichen. Jede Menge Menschen, jede Menge. Und ich habe schon gedacht, ich muss absteigen vom Rad, ja, so langsam. Das war schon Schrittgeschwindigkeit. Ja. Schrittgeschwindigkeit mit einem Rennrad und du skippst, das interessiert dich nicht. Ja, ist schon gut. Ja. Also wirklich ein Getümmel. Ja. Also da war auch die Fahrerpolizei, habe ich gesehen. Die Beamten von den Wiener Gewässern sind da auf und ab gefahren. Und wie heißen die? Da gibt es für die Grillplätze so Kontrolleure. Habt ihr sicher schon mal gesehen, vielleicht. Grillplatzaufsicht, ja, habe ich auch gesehen. Ja, die hatten heute alle Hände voll zu tun. Ja. Obwohl ich finde, diese Grillereigeschichten sind ja eigentlich kaum jetzt Österreicher, die dort grillen gehen. Ja, meistens haben die andere Wurzeln, anderen Ursprung. Aber ich finde das cool, ja, so einen familiären Rahmen. Ja, die wollen halt auch das Wetter genießen. Die haben wahrscheinlich keinen Balkon oder keinen Garten. Und natürlich, ja, das müsste man halt ausnutzen. Ja. Und Grillen liegt zum Beispiel in, jetzt wenn ich die ehemaligen Jugoslawien-Staaten hernehme, das liegt ihnen einfach im Blut. Ja. Wenn das gefeiert wird, gegrillt. Ich verstehe das, ja. Ja, dann weiter, auch am Wacker vorbei, wieder W1 zurück, wieder zurück vom Café Kollenau und die ganze Strecke dann wieder zurück nach Hause zu mir. Das war eine tolle Sache. Ich habe bei Kilometer 30 habe ich mir dann so ein Gel reingehaut, aber ich habe mir das Cola, also das Peroton Cola Geschmack gegönnt, ja, und natürlich viel Wasser nachgetrunken. Und ich habe mich ja vorher erkundigt, auf Facebook habe ich eine Frage gestellt, was die Leute davon halten. Und da hat mir da der Roland Wallner, übrigens ein Ironman Finisher, gesagt, er findet es so klebrig. Ich stimme jetzt zu. Es hat mich halt sehr stark erinnert an das Calippo-Eis, wenn, kennst du sicher noch, Calippo-Cola-Geschmack, wenn sich das Eis am Ende neigt und ganz unten im Spitz sammelt sich die Restflüssigkeit, die dann warm wird und da schmeckst du das big süße Zeug. An das hat es mich erinnert. Ja, aber ich finde es trotzdem nicht schlecht. Es hat seinen Job wirklich gut getan. Ja, also ich habe mich schon so gefühlt, wie als hätte ich einen richtigen Booster drin gehabt. So, es hat zwar so 5 bis 10 Minuten gebraucht, bis es gewirkt hat, aber es hat gewirkt. Ja. Hat gewirkt. Ja, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Also ich hatte wirklich auf die letzten Kilometer noch viel Saft. Und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich natürlich dementsprechend Energie getankt wieder und gegessen, getrunken. Ich glaube, ich hatte vorher, nachher auf der Waage, also 0,8 Kilo war ein Defizit. Flüssigkeit wahrscheinlich. Ja. Flüssigkeit, das habe ich danach getrunken und jetzt passt das wieder. Da muss man aufpassen, wenn man da nicht trinkt, dann entstehen vielleicht diese Kopfschmerzen und du wirst irgendwie kränklich und so. Das ist unangenehm, das mag ich gar nicht. Ja, und Magnesium natürlich wieder, weil mich interessieren die Krämpfe oder die Muskelschmerzen eigentlich nicht. Morgen ist Sonntag, geplant wäre, zumindest habe ich das gesagt, und wenn ich sage, muss ich es leider auch tun. Ein 10-Kilometer-Lauf, ja, aber easy, ja, gechillt, weil ich muss am Montag ja wieder arbeiten und möchte hier keine Einschränkung haben. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass das ohne Probleme vonstatten gehen wird. Ich werde wieder am späten Nachmittag, wenn die Sonne dann nachlässt, dann raus und mich dieser Aufgabe widmen. Ja. Natürlich, nach dem Radfahren heute habe ich mir gleich etwas gegönnt. Ich musste einfach, ich konnte nicht anders. Ich habe mir Bottle-Latte und habe mir ein Eis geholt. Eigentlich bin ich dort sitzen geblieben und habe gechillt, so 20 Minuten. Sorry. Gut, jetzt habe ich nachgezählt. Das ist mein 15. Vlog.
Aber insgesamt habe ich schon über 20 Videos gemacht. Ich hätte das jetzt nicht gedacht, das ging eigentlich eh schon schnell. Ja. Also pro Woche mindestens ein Video. Und ich habe noch immer sehr viel Spaß daran und werde das weiterverfolgen. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn ihr was zum Sagen habt, zum Gel vielleicht, ja, also wenn ihr da euch auskennt, der Stefan, ein Bekannter von mir, hat mir da auch schon Tipps gegeben, werde ich sicher auch probieren. Ich kenne dann noch Gio oder Powerbar, obwohl Powerbar trifft nicht zu meinem Geschmack, zumindest habe ich das auch bei Magnesium gemerkt, das hat überhaupt nicht geschmeckt. Ich habe es natürlich schon genommen, ich habe dafür bezahlt. Ja. Aber bin dann auch umgestiegen. Gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Hallo. Nein, nein, nein. Ich nehme 3 Kugeln. Pistazien, Nougat und Haselnuss. Passt, danke.